Willkommen auf meinem Kanal Kleinscher Coco. Ich bin Coco und in diesem Video geht es um den Traust du dich Tag. Falls ihr daran interessiert seid, dann bleibt auf jeden Fall dran. In diesem Tag geht es um Fragen, die ich beantworte, die mit der Sache Traust du dich das und das zu machen zu tun haben. Den Tag hat, soweit ich das weiß, Bibis Beauty Palace erfunden und wie ihr wisst, mag ich sie ja richtig gerne und deshalb dachte ich mir, ist es doch super, wenn ich dann auch einen Tag von ihr nachmache. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall jetzt, denn dann bekommt ihr immer neue Updates von mir und das heißt, neue Videos immer dann schauen, wenn sie direkt online kommen und das ist sehr gut. Ansonsten, falls euch das Video gefällt, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, denn ich möchte jetzt gar nicht mehr lange reden, sondern einfach mit dem Video anfangen. Traust du dich, deinen Schwarm anzusprechen? Also ich bin ja jetzt schon sehr lange mit meinem Freund zusammen und deshalb, ja, traue ich mich, Florian anzusprechen. Aber früher, als ich Florian noch nicht hatte, da hätte ich es mich auf jeden Fall nicht getraut, weil ich definitiv die Sorte Mädchen war, die gerne angesprochen werden wollte. Traust du dich, vom 10-Meter-Brett zu springen? Absolut nicht. Ich bin ein Mensch mit so unglaublich krasser Höhenangst. Ich kann noch nicht mal auf dem Stuhl stehen. Da bekomme ich echt schon so leichte Schweißausbrüche. Und deshalb traue ich mich auch nicht vom 10-Meter-Brett zu springen. Ich springe zwar vom 3-Meter-Brett, aber das ist jetzt bestimmt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und deshalb sage ich auf jeden Fall, nein, ich traue mich das nicht. Traust du dich, einen fremden Menschen auf der Straße anzusprechen? Ja, ich traue mich das. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich bin ein sehr offener Mensch und mag es gerne, mit neuen Menschen zu reden, zu kommunizieren und deswegen finde ich das auch vollkommen okay, irgendwelche Menschen auf der Straße anzusprechen. Traust du dich, auf deinem privaten Facebook-Profil zu posten, dass du auf der Toilette sitzt und dringend Klopapier brauchst? Nee, irgendwie, also trauen würde ich es mich wahrscheinlich schon, weil ich jetzt irgendwie, mir ist nichts peinlich, aber ich finde, das bringt nichts. Also Facebook ist dazu da, irgendwie mit Freunden irgendwie sich auszutauschen und schöne Bilder zu posten und sowas alles und nicht dazu da, irgendwie so einen Unsinn in die Welt zu setzen. Also ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn irgendwelche Leute, die in meinem Freundesprofil sozusagen sind, irgendwelche so schwachsinnige Sachen posten, weil dann ist meine ganze Facebook-Seite damit voll und ganz ehrlich, wen interessiert's? Traust du dich, auf die öffentliche Männertoilette zu gehen, wenn die Frauentoilette besetzt ist? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe damit irgendwie keine Probleme mit. Ich habe im anderen Tag gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, dass das verboten ist oder so. Das wusste ich bisher gar nicht, also sorry, Leute. Nee, aber wenn ich richtig auf Toilette muss, dann ist mir das so egal, welche Toilette das ist. Hauptsache, ich kann alles rauslassen, was ich in mir habe und was raus muss. Traust du dich, dir alleine einen mega gruseligen Gruselfilm anzugucken? Nein, absolut nicht. Ich bin im Team Anti-Gruselfilme. Ich hasse Gruselfilme über alles. Horrorfilme ist das Schlimmste, was es für mich gibt, weil ich mega der positive Mensch eigentlich bin. Ich denke immer positiv. Und ich finde, Horrorfilme ziehen einen irgendwie nur runter. Und ich weiß nicht, ich habe vor 5 Jahren vielleicht meinen letzten Horrorfilm gesehen. Und ich konnte so lange danach Wochen nicht schlafen. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Da guckt man sich doch lieber einen schönen Liebesfilm an oder auch einen Comedyfilm, weil ganz ehrlich, es ist doch viel schöner zu lachen, als ängstlich zu sein, oder? Du hast eine Wette verloren. Traust du dich, in einem pinken Taucheranzug über den Weihnachtsmarkt zu schlendern? Weiß ich nicht. Also es wäre mir auf jeden Fall mega, mega peinlich. Vielleicht würde ich es machen, aber nur, wenn eine große Gruppe von Freunden bei mir wäre, sodass man, also dass die anderen Leute sehen, dass ich nicht irgendwie psychisch blöd bin oder so, sondern dass das wirklich irgendwie nur eine verlorene Wette ist oder sowas. Also, vielleicht. Du musst nachsitzen, weil du deine Schulstunde heimlich geschwänzt hast. Traust du dich, deinen Eltern die Wahrheit zu sagen? Hättest du dich jemals getraut? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das hätte gemacht, dann hätte ich das auch meinen Eltern gesagt, weil meine Eltern haben mich einfach so erzogen, dass die Wahrheit irgendwann immer rauskommt. Und bisher hat sich das auch bei mir leider manchmal bewährt. Und deshalb hätte ich es meinen Eltern gesagt, weil ganz ehrlich, Leute, es gibt Schlimmeres im Leben, als seine Eltern anzulügen, dass man eine Schulstunde geschwänzt hat und deshalb nachsitzen musste. Du hast den Geburtstag deiner Mutter vergessen und hast kein Geschenk. Traust du dich, Blumen aus dem Vorgarten eurer Nachbarn zu klauen? Ja, irgendwie würde ich das schon machen. Beziehungsweise ich würde nochmal schnell losgehen und welche kaufen. Aber wäre das zum Beispiel jetzt an einem Sonntag, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Aber ich sage mal so, ich würde nie den Geburtstag meiner Mama vergessen, weil sie 3 Tage vor mir hat. Und irgendwie heißt das, wenn ich ihren vergessen würde, dass ich auch fast meinen vergessen würde. Und deshalb würde das niemals vorkommen. Traust du dich, dich hypnotisieren zu lassen? Schwierig. Also allgemein finde ich sowas sehr interessant mit Hypnose, dass andere Menschen es schaffen, in einen reinzugehen und was mit einem so zu machen. Aber ich finde das irgendwie voll schwieriges Thema, weil
ich irgendwie Angst hätte, mich auf jemanden einzulassen, den ich ja eigentlich nicht wirklich kenne und auch nicht weiß, was er mit mir machen könnte. Ich würde das wahrscheinlich auf jeden Fall schon einmal ausprobieren, aber dann nur von wegen, ich hypnotisiere dich jetzt, damit du deine Angst vor Spinnen verlierst oder so. Also nicht irgendwelche Sachen, die mit meinem Körper richtig zu tun haben. Also es gibt ja ganz oft irgendwie solche Animateure, die hypnotisieren können, wo du dann einfach so unglaublich steif bist, dass jemand einfach auf dir drauflaufen kann. Und sowas würde ich nicht machen, aber wenn es um Hypnose geht, um Ängste zu verlieren, das auf jeden Fall schon. Traust du dich, bei einer Nachtwanderung auf den Friedhof zu laufen? Nein. Aus dem einfachen Grund, weil ich keine Nachtwanderung mitmache. Erstens bin ich irgendwie so aus dem Alter raus. Ich finde so Klassenfahrten und sowas alles, da macht man irgendwie auch Nachtwanderungen, das gehört dazu, aber ich bin ja nun nicht mehr in der Klasse bzw. in der Schule und mache eine Ausbildung und ich glaube nicht, dass ich mit meinen Kollegen irgendwie eine Nachtwanderung machen würde, warum auch. Aber auch früher, ich musste es ja dann immer mitmachen, aber ich habe es so gehasst, Leute, ihr glaubt das nicht. Ich bin wirklich mega der Schisshase und wenn irgendjemand mich erschreckt, dann erschrecke ich mich schon zu Tode und ich kann sowas einfach überhaupt nicht ab und ich mag es einfach nicht irgendwie, meine Angst so wirklich zu zeigen und deshalb, nein, würde ich auf jeden Fall nicht nachts auf einen Friedhof gehen. Du wirst im Musikunterricht ermahnt und musst ein Lied alleine vor der Klasse vorsingen. Traust du dich? Hättest du dich jemals getraut? Nein, auf gar keinen Fall, aus dem einfachen Grund, weil ich überhaupt nicht singen kann. Ich bin so eine schlechte Sängerin und das finde ich so schade, weil ich es liebe, irgendwie zu singen. Aber nein, auf jeden Fall hätte ich es mich nicht getraut, alleine vor der Klasse ein Lied zu singen. Traust du dich, die Haare von dir, von deiner besten Freundin oder deinem besten Freund schneiden zu lassen? Zuallererst, ich habe gar keine beste Freundin, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich bin mega zufrieden damit und ich fühle mich sehr wohl. Ich habe sehr viele gute Freundinnen, aber eine beste Freundin nicht. Deshalb fällt das schon mal weg und meine Haare von guten Freunden schneiden zu lassen, nur wenn ich denen mega vertrauen würde, könnte und wenn ich wüsste, dass die auch schon mal vorher irgendwo Haare geschnitten haben, deshalb, nein, aber ich würde wahrscheinlich eher die Leute, die es wirklich richtig können, also Friseure an meine Haare lassen. Du machst Urlaub in China und läufst über einen Markt. Traust du dich, Insekten zu essen? Das ist auch wieder schwierig, weil ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren wollen, einfach um zu wissen, wie schmeckt jetzt keine Krabbelnden, also die müssten schon irgendwie gebraten sein oder sowas. Aber ich bin momentan auf dem Trip, dass ich Vegetarier bin, also nicht Vegetarier, ich sag das nicht von mir, aber ich vermeide momentan Fleisch und deshalb würde ich jetzt gerade eher Nein sagen. Dein bester Freund stinkt nach Schweiß. Traust du dich, ihm zu sagen, dass er ein Deo benutzen soll? Ja, auf jeden Fall, weil dafür, finde ich, sind Freunde da, irgendwie zu sagen, was an der einen Person gerade ist. Das ist, finde ich, genau das Gleiche, wie wenn ich was zwischen den Zähnen hätte, dann erwarte ich auch von meinen Freunden, dass die mir das sagen. Und deshalb finde ich das vollkommen okay. Manchmal kommt das vielleicht ein bisschen blöd rüber, weil die Person da nicht zu ihr kann. Aber es ist immer besser zu sagen, hier, du, willst du mein Deo haben? Heute riechst du ein bisschen nach Schweiß. Als wenn irgendjemand dann von richtig außenstehenden Personen das anspricht und der dann vielleicht noch irgendwie einen Streit anfängt mit dir, weil er dann sagt, ja, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und deshalb finde ich das immer wichtiger zu sagen, hey, du stinkst heute ein bisschen nach Schweiß, statt es zu lassen und einen Streit eingehen zu müssen. Wow, Leute, das ging richtig schnell. Das waren schon die Fragen. Ich glaube, das waren gar nicht so viele. Ich schaue nochmal nach. Das war nur... Schön, dass bei meinem iPhone 5S jetzt gerade hier unten wieder das funktioniert, dieses Entsperrding. Oh, das waren nur 15 Fragen. Auf jeden Fall fand ich sie richtig cool. Ich finde den Tag total lustig irgendwie, weil man liest sich die Fragen durch und denkt erstmal wirklich darüber nach, ja, traust du dich das eigentlich oder traust du dich das nicht? Auf jeden Fall tagge ich euch alle da draußen. Macht gerne bei dem Tag mit. Mich würde sehr interessieren, wie ihr darauf antwortet. Oder schreibt mir einfach in die Kommentare zu manchen Fragen, was ihr da anders geantwortet hättet oder was ihr genauso geantwortet hättet. Und schreibt mir auf jeden Fall Videowünsche in die Kommentare. Das ist mir nämlich immer sehr wichtig und ich habe eine kleine Liste, wo die Wünsche von euch schon draufstehen. Und die kann ich jetzt immer nacheinander abhaken. Auf jeden Fall habe ich jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu viel geredet, aber ich kann es einfach nicht lassen. Ja, ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Habe euch ganz doll lieb. Bin froh, dass ihr dieses Video geschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr meine nächsten Videos auch anschaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video und bis dann. Mua.